Und ein herzliches Willkommen zurück, liebe Geschwister. In diesem Video werden wir einen Blick auf die Segnung des Gläubigen werfen und darauf, wie glücklich und gesegnet wir wirklich sind. Als wir das Evangelium unserer Erlösung hörten und von ganzem Herzen daran glauben, wurden wir gerettet, versiegelt und erhielten ein ganzes Paket der Erlösung. In diesem Paket sind 10 erstaunliche Dinge enthalten. Man kann es so sehen wie ein Unterpfand, ein Gutschein zum Beispiel. Wir sind gerechtfertigt, wir sind losgekauft, wir haben Regeneration, Sohnschaft, wir sind Miterben, wir wurden versöhnt, wir haben Vergebung, wir haben ewiges Leben, der Heilige Geist wohnt in uns und wir sind die Auferstehung versprochen. Gott hat diejenigen, die an Christus glauben, mit wunderbaren und herrlichen Segnungen beschenkt. Er hat uns diese wunderbare Segnung gegeben, weil er uns liebt. Paulus schrieb, dass Gott uns in Christus mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern gesegnet hat. Paulus verkündete viele dieser Segnungen in den ersten Versen des Epheserbriefs, einer der großartigsten Passagen der Heiligen Schrift. Er betonte diese Segnung für den Gläubigen an Christus ein Lob der Herrlichkeit der Gnade Gottes sein. Epheser 1,3-14 ist eine schöne Passage mit besonderen Segnungen, die uns ermutigt. So, Gottes herrliche Gnade und die Segnung der Gläubigen in Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sei in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit denen er uns begnadigt hat in den Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung, die Übertretung nach seinem Reichtum, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmt widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, in den er sein Wohlgefallen gefasst hat, in ihn. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzufassen in den Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihn, welchen wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihn seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Errettung gehört habt, in ihn seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Diese Segnungen sind ein Paket. Wenn ein Mensch an das Evangelium glaubt, 1. Korinther 15, 1-4, hat er eine neue Beziehung zu Gott. Er ist kein Feind mehr, sondern ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Er steht in einem endlosen Strom der Gnade Gottes, aus dem alle Segnungen fließen. Obwohl diese Segnungen real sind, müssen sie sich der Gläubige durch den Glauben zu eigenen machen, damit er sie erfahren kann. Der Glaube verleiht dem christlichen Leben den Sieg. Die Heilige Schrift erklärt, was Gott über die gegenwärtige Besitztümer diejenigen sagt, die auf seinen Sohn Jesus vertrauen. Der Sieg im christlichen Leben erfolgt durch den Glauben. Hebräer 11 erklärt, wie die Gläubigen in der Vergangenheit in ihrem Leben den Sieg errangen. Es geschah alles durch Glauben. Okay, Hebräer 11, machen wir die ersten 3 Verse. So. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Die hier aufgezählten Segnungen gelten denen, die ihr Vertrauen auf Christus gesetzt haben
Auf diejenigen, die Erlösung und Liebe Christi ablehnen, warten nur Gericht und Verdammung. Jesus kam, um die Menschheit zu retten. Sein Tod und seine Auferstehung lösen das Problem von Sünde und Tod. Aber Jesus warnte davor, dass das Gericht diejenigen erwartet, die sein Heilsangebot ablehnen. Hören wir jetzt auf seine Worte in Johannes 3, 16 durch 18 und Johannes 5, 21 durch 23. So, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er den Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und den glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist von Tod zum Leben hindurchgedrungen. Für diejenigen, die bereit sind, auf Christus zu vertrauen, hat Gott wunderbare Segnung bereitgestellt. Wir sind unvorstellbar reich. Einige der spezifischen Segnungen werden wir jetzt durchgehen. Der Gläubige an Christus wird von den Heiligen Schrift als gerechtfertigt erklärt. Rechtfertigung ist ein juristischer Begriff, mit dem der Gläubige an Christus für gerecht erklärt wird. Der Gläubige an Christus wird nicht nur als nicht schuldig erklärt, sondern als gerecht. Gott rechnet seine eigene Gerechtigkeit diejenigen zu, der das vollendete Werk Jesus Christus annimmt. Gott rechtfertigt den Gläubigen auf der Grundlage des Glaubens, nicht der Werke. Paulus schrieb in Römer 3, 21 durch 24. So, die von Gott geschenkte Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von den Gesetzen und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf allen kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Die Rechtfertigung ist ein Gnadenakt Gottes, es ist ein Geschenk. Es kann weder erarbeitet noch verdient werden. Es ist kostenlos, mit freundlicher Genehmigung des Herrn Jesus Christus. Er hat die Rechnung für uns übernommen. Paulus schrieb in Römer 5,1: Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der was? Der Gnade, in der wir stehen, und wir ruhmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Rechtfertigung führt zu Frieden mit Gott. Frieden mit Gott ist ein Segen, auf den der Gläubige ruhen kann. Der Angst vor Gott wird beseitigt, der Angst vor dem Tod oder dem Urteil wird auch beseitigt. Wir können uns ausruhen, denn wir wissen, dass Gott nichts gegen uns hat. Wir haben Frieden. In Kolosser 2, 13 und 14 schrieb Paulus: Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretung und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, in denen er auch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch die Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, in denen er sie ans Kreuz heftete. Alles wurde durch den Tod und die Auferstehung Christi bezahlt, und ich meine alles. Diejenigen, die auf das vollendete Werk Jesu Christi vertrauen und an das Evangelium glauben, 1. Korinther 15, 1, 2, 4, nennt Gott Gerechte. Vergleichen wir auch Römer 5, 9. So, unser Evangelium wieder. Für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, weil
Durch Hören kommt Glauben. Okay. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich, Paulus, euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch versteht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Römer 5, nehmen wir 8 auch noch dazu. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor den Zorn errettet werden. Einlösen bedeutet, etwas zurückzukaufen, das früher dem Käufer gehörte. Die Heilige Schrift sagt uns, dass wir von Christus Erlösung haben durch sein Blut. In Kolosser 1, 13 und 14 schrieb Paulus: Er hat uns errettet aus der Herrschaft des Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in denen wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und Petrus schrieb in 1. Petrus 1, 18 und 19: Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold losgekauft worden seid, aus euren nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als einem makellosen und unbefleckten Lammes. Das biblische Bild der Erlösung besteht darin, uns aus der Sklaverei der Sünde und des Todes zu erlösen oder freizukaufen. Die Agora war das griechische Wort für Markt oder Kaufen. Hier haben wir das Wort Agora in Griechisch. Es heißt in Deutsch kaufen, also in Englisch muss es redeem heißen. Gehen wir zu Englisch. Da. Buy, also redeem. Hier wurden Geschäfte abgewickelt. In modernen Begriffen würden wir sagen, dass es gleicht einem Einkaufszentrum voller Geschäfte, Banken und so weiter. Eine der Waren auf dem alten Markt waren Sklaven. Das griechische Wort exkavorazo bedeutet vom Markt aus kaufen und das biblische Bild ist eines vom Kauf von Sklaven auf den Sklavenmarkt der Sünde. Vergleichen wir Galater 3,13, 4,5, Epheser 5,16 und Kolosser 4,5. So, Galater 3,13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde um unsertwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. So, Galater 4, beginnen wir auch bei 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, Jesus, geboren von einer Frau, Maria, und unter das Gesetz getan, also Jesus war unter das Gesetz, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir den Sohnschaft empfangen. Also, wenn wir unter dem Gesetz sein wollen, können wir nicht den Sohnschaft empfangen. Okay? Dieser 5,16. Und kauft, exagorazo, die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Kolosser 4,5. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft, exagorazo, die Zeit aus. Euer Wort sei alles in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jeden Einzelnen antworten sollt. Ohne Christus waren wir hilflos und ohne Hoffnung, gefangen auf dem Sklavenmarkt, es sei denn, jemand konnte uns loskaufen, exagorazo, eine Sklave kann sich nicht selbst auf dem Sklavenmarkt freikaufen. Eine Sklave hat kein Mittel, aber Christus hatte die Mittel, er war nicht auf dem Sklavenmarkt, denn er war ohne Sünde. Der Kaufpreis war sein eigenes Blut. Jesus lehrte das Konzept, Sklaven der Sünde zu sein. In Johannes 8, 34 durch 36 spricht er zu den Juden und sagte: Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt aber ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Hier spricht Jesus von Freimachen.
Ne? Und damals wussten sie nicht, dass er zum Kreuz gehen würde, um für uns die Sünden zu sterben, ne? Zu sterben. Erlösung ist ein Geschenk. Und was für ein Geschenk. Es ist ein Akt der Gnade Gottes. Es kann weder verdient noch erarbeitet werden. Es kann nur akzeptiert werden. Regeneration bedeutet eine Neugeburt. Jeder wird einmal geboren, körperlich. Der Heilige Schrift lehrt uns, dass wir eine Neugeburt erleben müssen, um eine Beziehung zu Gott zu haben. Erinnern wir uns daran, was Jesus in seinem Gespräch mit Nikodemus sagte. Nikodemus verstand nicht, was diese Neugeburt war. Ihr kennt die Passage ja, Johannes 3, 1 durch 21. Aber warum ist eine Neugeburt notwendig? Weil wir tot sind. Wir betreten diese Welt geistig tot. Paulus schrieb in 1. Korinther 15, 22: Denn gleich wie im Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Paulus erläuterte dieses Konzept in Römer 5, 12 durch 21: Als Adam Gott ungehorsam war und sündigte, sündigten wir alle. Denn Adam war das Oberhaupt der Menschheit, wir waren in Adam. So, Römer 5, wir werden nicht die ganze 10 Verse durchmachen, aber wir werden Nummer 12 machen. Die Sünde durch Adam, die Gerechtigkeit durch Christus. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zum allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Das bedeutet, Adam hat gesündigt, wir haben seine sündige Natur geerbt, deshalb haben wir alle gesündigt. Die Sünde breitet sich bahnbrechend in der Menschheit aus. Wir erben die sündige Natur unseres Vaters Adam. Gott warnte Adam, dass er an dem Tag, an dem er vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse aß, sterben würde. Genesis 2, 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Adam starb geistig in dem Moment, als er von dem Baum aß. Dadurch wurde seine Beziehung zu Gott zerbrochen. Er hatte Angst vor ihm. Das Verhältnis von Freude und Frieden wurde durch Angst und Schuld ersetzt. Der spirituelle Tod führte zum physischen Tod und Adam starb nach 930 Jahren physisch. Bei uns ist es genauso. Wir betreten die Welt geistig tot und sterben schließlich körperlich. Wenn wir an Christus glauben, werden wir wiedergeboren. Wir erhalten ein neues Leben, spirituelles Leben, ewiges Leben. Johannes schrieb, dass Christus zu haben bedeutet, dieses Leben zu haben. Christus nicht zu haben, ist der Tod. An die Epheser schrieb Paulus: Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, den Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führte auch wir einst unser Leben in die Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken traten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist in Erbarmen, hat uns seine großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und dann die Kolosser. Kolosser 2,13. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und in den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretung vergab. Gott schenkt uns sein Leben, das ewige Leben, wenn wir an das Evangelium des Paulus glauben. 1. Korinther 15, 1 durch 4, wie wir vorhin gelesen haben. Eng verbunden mit der Regeneration ist die Lehre der Sohnschaft. Sobald der Gläubige wiedergeboren ist, wird er ein Kind Gottes. Paulus schrieb den Galatern, Galater 3, 26. So, nehmen wir Kontext, beginnen wir bei 24. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt wurden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter den Lehrmeister. Vers 26, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Und noch einmal in Galater 4, 4 durch 7.
Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, natürlich Jesus, geboren von einer Frau, natürlich Maria, und unter das Gesetz getan. Natürlich existiert oder ging das Gesetz noch, als Jesus kam. Damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfangen. Wir können die Sohnschaft nicht empfangen mit das Gesetz. Es ist ein oder die andere. Weil ihr nur Söhne Gottes Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euren Herzen gesandt. Der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht. Knecht von was? Das Gesetz. Sondern Sohn. Wenn aber Sohn, denn auch Erbe Gottes durch Christus. Wir sind Erben. Die Beziehung als Kinder Gottes ist eine, die Gott vorherbestimmt hat. Paulus schrieb in Epheser 1,5, er hat uns vorherbestimmt, zu was? Zur Sohnschaft, für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott hat seine Kinder erwählt. Wir üben unsere Willen aus, indem wir eine Wahl treffen und glauben. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Aber Gott traf in seiner souveränen, allwissenden Weisheit auch eine Entscheidung, dass wir entscheiden, ob wir glauben oder nicht. Und wir haben keine Entschuldigung, wie steht in Römer 1,20. Eine solche Wahl gibt dem Gläubigen in Christus Sicherheit. Einmal ein Sohn, immer ein Sohn. Sobald die Beziehung in Christus hergestellt ist, ist sie unzerbrechlich. Jesus veranschaulichte diese Tatsache anhand des Gleichnisses von den Schafen und den guten Hirten in Bezug auf jüdische Glaube. 10, 27 und 28. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Machen wir bis zum Ende. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Jesus ist der einzigartige Sohn Gottes. Er ist der Gottmensch, wahrer Gott und wahrer Mensch. Wenn jemand an Christus glaubt, wird er Gottes Adoptivkind. Darüber hinaus sind wir Miterben Christi. Eines Tages wird Gott der Vater alle Dinge in Christus zusammenfassen. Er wird seinem Sohn alles geben, was er versprochen hat. Paulus schrieb, dass wir Miterben Christi sind. Dieser Segen ist für uns einfach unvorstellbar. In Römer 8, 15 durch 17 schrieb Paulus, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in den wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch was? Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Petrus schrieb dasselbe in 1. Petrus 1, 3 durch 5. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in den Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Versöhnung ist eine große Lehre, die erklärt, dass die durch die Sünde verursachte Trennung zwischen Gott und den Menschen durch den Tod und die Auferstehung Christi beendet wurde. Paulus erklärt dies in Römer 5, 10 und 11. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und wieder schrieb Paulus, Kolosser 1, 19 und 20.
Denn es gefiel Gott, in ihn alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Und schließlich gab Paulus dieses Wort in 2. Korinther 5, 17 durch 19. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst was versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Die Vergebung der Sünden ist für den Gläubigen an Christus ein gegenwärtiger Zustand. Das ist nichts, worauf wir in der Zukunft hoffen. Gott hat uns unsere Sünden schon vergeben. Vergangenheitsform, es ist geschehen. Kein Gläubiger an Christus sollte Gott jemals um Vergebung bitten, denn das hat er schon bereits getan. Alles, was wir tun können, ist, Gott für seine Vergebung zu danken. Jeder stirbt. Der Tod ist der größte Feind der Menschheit. Viele Menschen möchten nicht über den Tod nicht mal nachdenken. Die meisten von uns klammern sich an das Leben. Mit Ausnahmen natürlich. Dies liegt daran, dass Gott den Menschen geschaffen hat, um in einer ewigen Beziehung mit ihm zu leben. Die Sünde hat jedoch diese Beziehung zerstört. Es führte zum geistigen Tod und später zum körperlichen Tod. Die Sünde hat eine Barriere zwischen uns und Gott geschaffen. Wenn wir auf Christus vertrauen, rechnet Gott uns sein eigenes Leben an. Dieses Leben ist ewig. Eines der größten Themen des Apostel Johannes ist das Leben. Charakteristisch für Johannes ist, dass er kraftvolle, tiefgründige Wahrheiten in einfacher Sprache darlegt. Er hielt diese Worte unseres Erlösers in seinem Evangelium fest. 1. Johannes Kapitel 5, beginnen wir bei 10. Wer den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Die meisten Menschen glauben, dass ewiges Leben etwas ist, das man mit dem Tod erlangt oder beginnt. Aber die Bibel erklärt, dass das ewiges Leben in dem Moment beginnt, in dem wir glauben. Johannes schrieb, wir haben das Leben, nicht werden das Leben haben. Das ewige Leben beginnt in dem Moment, in dem man sein Vertrauen auf Christus setzt, und das ewige Leben ist für immer. Wenn wir uns Vertrauen auf Christus setzen, werden wir von Heiligen Geist getauft. Paulus schrieb in 1. Korinther 12, 13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Diese Taufe ist eine spirituelle Taufe, kein Wasser. Gott identifiziert uns mit Christus, dass wir in Christus sind. Wir sind Teil seines Leibes, seiner Kirche. Dieser Segen ist einzigartig für Gläubige und Christus in uns begann für den Leib mit den Wirken des Paulus. Es war ein Geheimnis. Nichts im Alten Testament deutete auf eine solche Beziehung hin. Damals kam der Heilige Geist zeitweise überein. Paulus schrieb in Galater 4,6, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euren Herzen gesandt. Der ruft, aber Vater, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und in Epheserbrief schrieb Paulus, so, Epheser 1, 13 und 14, in ihn seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden
mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Der den Gläubigen an Christus gegebene Heilige Geist ist Gottes Pfand oder Anzahlung, Aravon, seines Erbes, 2. Korinther 1, 22 und 5, 5. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus, fest gegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unseren Herzen gegeben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn. Der Heilige Geist ist Gottes Unterpfand, nur ein von vielen unserer Segen als Miterben Christi, Römer 8, 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Die Heilige Schrift erklärt, dass wir die Hoffnung haben, die Erwartung der Auferstehung unseres Körpers. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Generation sind, die dies zu Lebzeiten erleben wird. Die Auferstehung steht im Mittelpunkt des Christentums und des Evangeliums, 1. Korinther 15, 1-4. Ohne die Auferstehung existiert das Christentum nicht. Ohne die Auferstehung haben wir keine Hoffnung. Wir freuen uns auf den Tag der Wiederkunft Christi, die Entrückung, und diesen Zeitpunkt werden wir neue, unsterbliche Körper erhalten. Diese Körper werden für die Ewigkeit geeignet sein. Unsere sterblichen Körper existieren nur kurz. Sie sind korrupt, sie sind durch die Sünde verdorben und erleben schließlich den Tod. Die Auferstehung ist der Beweis des Christentums. Die Auferstehung Christi war das Ereignis, das die Jünger Christi veränderte. Bei seiner Kreuzigung flohen sie. Als er ihnen von den Toten auferstanden erschien, wurden sie zu neuen Menschen. Sie wurden mutig wie Löwen und verkündeten, dass Jesus der lang erwartete Messias sei. Auch den Apostel Paulus erschien der auferstandene Christus. Er war ein wütender Feind des Weges, wie er damals genannt wurde, diejenigen, die an Christus glaubten. Doch als ihm Christus lebendig auf dem Weg nach Damaskus erschien, veränderte Gott das Leben des Paulus für immer. Obwohl er ein gewalttätiger Feind Christi gewesen war, wurde er seiner hingebungsvolle Anhänger und gehorsame Diener. Hören wir die kraftvollen Worte des Paulus über die Auferstehung an. Okay, Geschwister, ich nehme für diese lange Passage die Hoffnung für alle, weil ich möchte nicht so viel Fehler machen, okay? So, auch wir werden auferstehen. Und jetzt geht's los. Wir verkünden alle übereinstimmend, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Die Auferstehung geht in einer bestimmten Reihenfolge vor sich.
Als Erster ist Christus auferstanden. Wenn er kommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende. Christus wird alles vernichten, was Gewalt und Macht für sich beansprucht, und wird Gott seinem Vater die Herrschaft über diese Welt übergeben. Nach Gottes Plan wird Christus so lange herrschen, bis er alle Feinde unterworfen hat. Als letzten Feind vernichtet er den Tod. Denn es heißt in der Heiligen Schrift, alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt. Wenn nun Christus der Herr über alles ist, dann bedeutet dies natürlich nicht, dass er auch Herr über Gott ist, der ihm ja alle Macht übertragen hat. Wenn aber Christus zuletzt alles unterworfen ist, dann wird er als der Sohn Gottes sich seinem Vater unterordnen, der ihm diesen Sieg geschenkt hat. So wird Gott der Herr sein, über alle und in allem. Paulus beschrieb die Natur und Mechanismen der Auferstehung in folgender Passage, 1. Korinther 15, 35 durch 58. Vielleicht werdet ihr jetzt fragen, wie werden die Toten denn auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben? Versteht doch, jedes Samenkorn, das gesät wird, muss vergehen, ehe neues Leben daraus wächst. Und was wir säen, ist ja nicht schon die fertige Pflanze, sondern es sind nur Körner, sei es Weizen oder anderes Saatgut. Aus jedem Samenkorn lässt Gott eine Pflanze wachsen, die so aussieht, wie er es gewollt hat. Und diese Pflanzenarten sind alle ganz verschieden. Unterscheiden sich nicht auch alle Lebewesen in ihrem Aussehen? Menschen sehen anders aus als Tiere, Vögel anders als Fische. Die Sterne am Himmel sind ganz anders beschaffen als die Geschöpfe auf der Erde, doch jeder Stern und jedes Lebewesen ist auf seine Weise schön. Die Sonne hat ihren eigenen Glanz, anders als das Leuchten des Mondes oder das Glitzern der Sterne. Selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Helligkeit voneinander. Genauso könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser irdischer Körper ist wie ein Samenkorn, das einmal vergeht. Wenn er aber auferstehen wird, ist er unvergänglich. Unser Körper ist jetzt noch unansehnlich und schwach. Wenn er aber aufersteht, ist er herrlich und voller Kraft. Begraben wird unser irdischer Körper, aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Denn wie es einen sterblichen Körper gibt, so gibt es auch einen unsterblichen. In der Heiligen Schrift heißt es ja von Adam, dem ersten Menschen, dass er ein lebendiges Wesen wurde. Er trug jedoch nur irdisches Leben in sich. Aber Christus, der letzte Adam, war erfüllt vom Geist Gottes, der unvergängliches Leben schenkt. Zuerst kommt der irdische Körper und dann erst der unvergängliche, nicht umgekehrt. Adam, den ersten Menschen, erschuf Gott aus Staub von der Erde, aber der neue Mensch, Christus, kommt vom Himmel. So wie Adam sind Menschen, die nicht zu Christus gehören, sie tragen bloß irdisches Leben in sich. Menschen, die zu Christus, dem himmlischen Adam, gehören, tragen auch sein himmlisches Leben in sich. Als Nachkommen Adams sind wir ihm ähnlich geschaffen, aber eines Tages werden wir dann wie Christus einen himmlischen Leib haben. Eins steht fest, liebe Brüder und Schwestern. Menschen aus Fleisch und Blut können nicht in Gottes Reich kommen. Nichts Vergängliches wird in Gottes unvergänglichem Reich Platz haben. Ich möchte euch aber ein Geheimnis anvertrauen. Wir werden nicht alle sterben, aber Gott wird uns alle verwandeln. Das wird ganz plötzlich geschehen, von einem Augenblick zum anderen, wenn die Posaune das Ende ankündigt. Auf ihr Zeichen hin werden die Toten auferweckt und bekommen einen unvergänglichen Körper, und auch wir Lebenden werden verwandelt. Denn das Vergängliche muss mit Unvergänglichkeit und das Sterbliche mit Unsterblichkeit überkleidet werden. Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Heilige Schrift vorausgesagt hat,
Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber Dank sei Gott, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Wahrlich, Gott hat uns, wie Paulus schrieb, mit jedem geistigen Segen gesegnet. Für alles, was wir sein sollten, hat Gott durch das Werk seines Sohnes gesorgt. Gott sei Dank. Okay, an dieser Stelle möchte ich bei unserer geliebten Schwester in Christus von Jesus Rüftig bedanken. Sie hat definitiv den Unterschied zwischen den Gnade und dem Gesetz verstanden. Bitte schaut euch ihren Kanal an. Sie ist wirklich eine gesegnete Dienerin unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Ihre Arbeit ist voller Liebe und Hingabe. Und das war's für dieses Video. Vielen Dank, wenn ihr es bisher geschafft habt. Ich liebe euch alle im Herrn. Maranatha!